Ja, zunächst mal Glückwunsch an Schulle und FC St. Pauli zum Sieg heute hier bei uns. Ja, es ist schwierig, das heute in die richtige Reihenfolge zu bringen. Das Spiel, Fakt ist, natürlich wieder undenkbar ungünstig für uns. Der frühe Rückstand, die ersten Minuten haben wir die Räume nicht gut besetzt. Und dass dann Kevin Sösser gegen Burgstaller ein paar Meter vom Tor ins Kofferteil muss, dann sieht man, dass da nicht gut gearbeitet wurde. Waren früh hinten, hat natürlich St. Pauli erstmal in die Karten gespielt. Trotzdem sind wir dann zurückgekommen mit dem Standard zum 1-1. Aber im gesamten Spielverlauf haben wir schon jede Menge zu tun gehabt mit der extrem beweglichen, quirligen und schnellen Offensivreihe von St. Pauli. Kriegen dann auch noch das 2-1 und sind dann hinten hier zur Halbzeit. Ich glaube, die richtige Antwort dann gleich zum 2-2 direkt nach der Halbzeit. Ich glaube, da hat man auch gesehen, dann wollten wir das Spiel komplett in unsere Richtung drehen. Kriegen dann auch wieder so ein komisches 3-2 mit einem Flachschuss ins lange Eck, das uns wieder das Leben schwer macht. Und trotzdem sind wir wieder zurückgekommen, machen das 3-3, haben also dreimal einen Rückstand aufgeholt. Und wie im gesamten Verlauf war es auch in der Schlussphase dann ein Spiel mit offenem Visier, mit zwei Mannschaften, die nach vorne gespielt hatten. Wir hatten sehr viele Torabschlüsse. Vielleicht in der einen oder anderen Situation, die hat ein bisschen die nötige Ruhe gefehlt, um die Situation besser auszuspielen. Aber wenn es dann 3-3 steht, kurz vor Schluss, dann dürfen halt solche Fehler nicht passieren, den wir machen. Wir haben Freistoß, eigentlich komplett Ruhe am Ball, bringen uns selber in Bedrängnis. Dann auf einmal ist Einwurf für den Gegner und machen dann noch die innere Linie auf und kriegen das 4-3. Haben wir leider dann zum Schluss nicht mehr die Antwort gehabt. Wenn wir aus unserer Sicht zu Hause drei Tore machen und drei Stürmertore machen, am Ende 4-3 verlieren, dann ist klar, dann haben wir in der Defensive einfach heute ja nicht so verteidigt, wie man verteidigen muss. Und insbesondere, wenn man das im Kontext sieht, wie gesagt, jetzt haben wir in 9 Heimspiele 4 Gegentore bekommen, heute in einem Spiel 4, zweimal gegen St. Pauli 4, in der englischen Woche nur einen Punkt geholt, dann sagt das alles über die derzeitige Situation, die ist, ja, fühlt sich alles andere als gut an. Trotz allem, das habe ich auch der Mannschaft gesagt, die Enttäuschung ist groß und es gibt genügend Punkte, die man natürlich ansprechen muss auch verbessern muss. Fakt ist aber trotzdem, wir haben drei Tore gemacht und ich finde, wir müssen das Positive rausziehen. Jetzt auch nach dem letzten Spiel und müssen an den Dingen, die wir heute nicht gut gemacht haben, Zweikampfführung, aber teilweise auch dann die notwendige Ruhe am Ball, dass wir da in der Woche drauf hinarbeiten, dass wir beim nächsten Auswärtsspiel in Paderborn eben das schaffen, was heute St. Pauli geschafft hat gegen uns, als die ja zu Hause das letzte Mal nach 14, 15 Monaten verloren haben, endlich auch mal wieder auswärts was zu holen. Das wird die nächste schwere Aufgabe, aber man sieht, geht immer irgendeine Serie dann auch zu Ende. Und da müssen wir den Hebel ansetzen, dass wir jetzt einfach positiv, trotz allem in die kommende Woche schauen, uns einfach besser machen müssen und insgesamt viel stabiler über 90 Minuten agieren, um dann wieder erfolgreich zu sein. Dann kommen wir zu den Fragen der Journalisten im Stadion. Die erste von Benjamin Post von den Allener Nachrichten. Wie ordnest du diese Achterbahn der Gefühle für dich ein? Ja, ich glaube, Schulle hat gemeint, es hat dann Spaß gemacht, mir weniger. Heute war alles möglich. Ich glaube, das 4-3 am Ende ist für St. Pauli auch nicht unverdient. Aber jeweils nach dem Ausgleich, besonders nach dem 2-2, glaube ich, waren wir auch dran, das Spiel zu drehen. Dann kann man das Spiel vielleicht knapp gewinnen. Wir haben natürlich nicht irgendwie versucht, dann den Punkt mitzunehmen, sondern haben versucht, weiter nach vorne zu spielen. Und deswegen ist mir das dann trotzdem lieber, dass man eben dann nicht zufrieden ist, sondern weiter nach vorne spielt, wie so oft hier zu Hause die Spiele in unsere Richtung dreht. Heute hat es uns mal erwischt und das gehört dazu. Das müssen wir jetzt einfach auch aushalten, das müssen wir verkraften, damit arbeiten. Natürlich kann man alles negativ sehen, aber das bin nicht ich und das sind auch nicht wir, sondern wir müssen positive Schlüsse daraus ziehen und müssen auch mit einer Entschlossenheit in die nächsten Aufgaben sehen. Und deswegen heute mit Sicherheit bitter, wenn man viermal im Rückstand ist, ja, und leider nur schafft, dreimal zurückzukommen. Aber das hilft uns ja als nichts für die nächsten Wochen. Zweite Frage von Nadine Rau von der Heidenheimer Zeitung. Tim Kleindienst hat heute gleich wieder seine Klasse gezeigt. Wie fanden Sie den ersten Auftritt? Und sind Sie froh über diese Verstärkung bis zum Saisonende? Ja, ich glaube, den zweiten Teil der Frage kann man sich selber beantworten. Natürlich bin ich froh und das hat man heute gleich im ersten Spiel gesehen. Wie es bei uns gleich ganz anders aussieht bei Standards, da steht er in der Luft, gefühlt 2,50 Meter in der Luft und köpft den Ball zum 1-1 rein vorm Torhüter. Und natürlich macht er dann auch noch das 3-3, das auch noch von Kühli gut vorbereitet ist. Und auch Kühli hat getroffen, ich habe es gesagt, aber Tim ist sehr wertvoll für uns mit seiner Präsenz.
hat zuletzt wenig gespielt. So ein Spielrhythmus, der fehlt ihm natürlich, weil er nur Kurzeinsätze gehabt hat, aber er ist ein Spieler, der sehr athletisch ist, der weiß, wie wir spielen wollen und deswegen ist er, das hat man heute schon gesehen, eine absolute Verstärkung für uns. Und die letzte Frage von Timo Lemmerhirt zum gleichen Thema. War dir direkt bei der Verpflichtung von Tim klar, dass er beginnen würde? Wie fiel da die Entscheidung? Ja, klar, natürlich musste mit ihm erstmal reden und musste ihn fragen, wie seine Situation ist jetzt in den letzten Tagen, was das Training betrifft. Und da kam das Signal, er ist topfit, er hat voll trainiert und dann ist klar, wir haben ihn nicht geholt, um dann mal die neue Mannschaft ein bisschen kennenzulernen. Es sind ein paar neue Spieler sind dabei, sondern als Soforthilfe. Und ja, mit Sicherheit hat es an ihm oder an den Offensivbemühungen heute nicht gelegen, dass wir das Spiel verloren haben. Der geneigte Zuschauer hat, glaube ich, richtig Freude gehabt heute an dem Spiel hier. Im höchstgelegenen Stadion Deutschlands, wie ich gelernt habe. Ist für mich als Ostfriese fast schon Höhenluft. Aber ich glaube, die Jungs haben es super gemacht von beiden Mannschaften. Es ging hin und her. Und ich glaube, dass wir am Ende natürlich der glückliche, aber vielleicht auch der verdiente Sieger sind. Wenn man insgesamt viermal führt, dann hat man sich, glaube ich, verdient. Wir haben von Anfang an nach vorne gespielt, haben versucht, die Heidenheimer unter Druck zu setzen, haben immer wieder, finde ich, auch geschafft, durch die Halbräume in die Spitze zu spielen. Genau das, was wir uns vorher vorgenommen haben. Und ja, hat auf der einen Seite Spaß gemacht zuzugucken, weil es viele Chancen und viele Tore waren. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch mal wieder in der Defensive viele Sachen erkannt, die man besser machen kann. Dankeschön. Dann kommen wir zu den Fragen der mitgereisten Hamburger Journalisten. Von Michael Ackermann von der Bild-Zeitung kommen ein paar Fragen zu deiner Gesundheit, weil es nicht ganz klar war, ob du überhaupt dabei sein könntest. Wie geht's dir jetzt? Was war passiert? Hattest du das schon mal? Ja, jetzt geht's auf jeden Fall ein bisschen besser, zumindest im Kopf. Ich habe gestern Abend einfach Probleme in der Nierengegend bekommen und unser Doktor Volker Carrero hat mich über die Nacht richtig gut versorgt mit diversen Medikamenten und Spritzen und ist trotzdem nicht wirklich besser geworden, sodass ich dann heute Morgen hier ins Krankenhaus gefahren bin. Möchte ich mich auch wirklich mal bedanken bei Frau Dr. Sixel, hieß sie, glaube ich, die mich top versorgt hat, wo wir dann geguckt haben, dass wahrscheinlich ein Nierenstein ist, der mir momentan ein bisschen zu schaffen macht. Ich habe das Spiel gut und schmerzfrei verfolgen können, aber es ist kein schönes Gefühl und ich merke es auch jetzt, wo die Wirkung der Medikamente ein bisschen nachlässt. Jeder, der das schon mal hatte, der weiß, glaube ich, dass das nicht angenehm ist. Eine Frage dazu noch, dann wollen wir es damit auch belassen. Wie geht es da weiter? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke mal, dass ich dann am Montag in Hamburg nochmal zu einer weiteren Untersuchung gehen werde und dann werden wir entscheiden. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, dass der Nierenstein sich von alleine entfernt oder dass man ihn holen muss. Aber da bin ich jetzt kein Experte. Da werde ich den Urologen meines Vertrauens aufsuchen und dann schauen wir mal. Also jetzt gerade geht's, aber ein Zustand wie heute Nacht und heute Morgen, das tue ich mir nicht normal an. Dann weiter zum Spiel. Weiter Michael Ackermann. Hast du dafür Worte? Ja, also als erstes möchte ich mich mal bedanken. Bedanken bei meinen beiden Co-Trainern und all den Leuten, die so im Trainerteam mit dabei sind, die das, glaube ich, dann auch heute Morgen in meiner Abwesenheit, das war zwar alles besprochen und vorbereitet, aber die das trotzdem top durchgezogen haben. Jetzt gerade auch meine beiden Co-Trainer, die dann während des Spiels hauptsächlich im Coaching waren und das wirklich richtig, richtig gut gemacht haben. Bedanken beim ganzen Staff, auch bei der medizinischen Abteilung, dass wir das echt heute als Gruppe so richtig geil gewuppt haben. Und natürlich muss ich mich heute auch bei der Mannschaft bedanken, weil das ist natürlich die beste Medizin. So ein Spiel mit 3 Punkten, das ist schon cool und das gibt uns weiteren Aufwind. Wir sind auf dem richtigen Weg seit Winter, das wissen wir. Trotzdem gehören auch Ergebnisse dazu. Und ich glaube, dass das Spiel dann auch so ein bisschen ein Spiegelbild unserer bisherigen Saison ist, dass wir viele Sachen richtig gut machen, enorm Aufwand betreiben, uns wahnsinnig viele Chancen rausspielen, eben dann heute auch genügend Tore gemacht haben, dann hinten aber teilweise Tore reinbekommen, die eigentlich relativ leicht zu verteidigen sind. Und ich denke mal, dass mit dem Personal und weiteren Trainingseinheiten, dass wir das auch in den Griff bekommen werden, weil ist klar, wir müssen häufiger zu Null spielen, weniger Gegentore kriegen, aber ich will da heute nicht das Haar in der Suppe suchen. Dann noch zum Personal. Erik musste anscheinend verletzt raus, fragt Michael Ackermann weiter. Was hat er und wie hat er dir gefallen? Ja, ich glaube, jeder hat gesehen, warum wir ihn verpflichtet haben.
ist ein Spieler, der sowohl in der Luft als auch im Boden wirklich Qualitäten hat. Hat immer wieder die Löcher vor der Abwehr gestopft, darüber hinaus noch wirklich einen richtig, richtig guten Ball nach vorne gespielt. Hat im Laufe der ersten Halbzeit, ich kann nicht genau die Situation sagen, einen Schlag auf den Knöchel bekommen und hat das schon in der Halbzeit angegeben, wollte aber unbedingt weitermachen und hat sich dann, glaube ich, einfach eher festgelaufen Anfang der zweiten Halbzeit. Darüber hinaus ist er dann einfach auch noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Wir haben ihn zwar drei Wochen aufgebaut, aber er muss körperlich noch ein bisschen was aufholen. Von daher war der Wechsel geplant und vielleicht hätten wir ihn ohne die Verletzung 10 Minuten später gemacht, aber ich bin sehr zufrieden mit seinem Einstand. Ich glaube, ein besseres Debüt kann man sich kaum vorstellen. Ein anderer Neuzugang war nicht dabei. Du hast Tore im Vorwege gelobt. Warum dann doch noch nicht mitgenommen? Ja gut, Tore ist ja erst seit vergangenem Dienstag bei uns im Training und ich glaube, wir haben seitdem durch die englische Woche noch nicht einmal 11 gegen 11 gespielt. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht mal sicher, dass er alle Namen seiner Mitspieler kennt. Und wenn man dann weiß, dass man hierher fährt und es ist eine brutale Intensität und jedes Prozentpünktchen wird gebraucht, dann haben wir uns dafür entschieden, dass er in Hamburg nochmal ein, zwei intensivere Trainingseinheiten macht, so wie wir es bei Eric dann auch gemacht haben. Aber Tore ist auf jeden Fall physisch auf einem sehr guten Niveau und ich gehe davon aus, dass es auch bei ihm jetzt in den nächsten Spielen losgehen wird. Dann kommen wir zu den Fragen von Carsten Harms vom Hamburger Abendblatt. Trotz der Belastung wirkten die Spieler bis zum Ende spritzig. Wie habt ihr das hinbekommen, vor allem bei Rodrigo? Ja, fit sind wir. Also das wissen wir. Wir sind, glaube ich, mit Heidenheim und Regensburg die Mannschaft, die besten Laufwerte hat. Und was das angeht, mache ich mir ehrlich gesagt nicht so einen großen Kopf. So die Müdigkeit, die fängt auch im Kopf an und wir haben gut regeneriert nach Bochum und dann guckt man den Jungs am nächsten Tag in die Augen und die wollen kicken, das hat man heute auch gesehen, die können rennen, gerade die jungen Spieler, dass man dann vielleicht bei so einem Benatelli oder so dann ein bisschen eher gucken muss, wenn man die passende Alternative hat, ob man ihn dann vielleicht mal ersetzt, dass man einen Guido dann, auch wenn er das nicht so gerne hat, auch mal rechtzeitig runternimmt, bevor da in irgendwas reinläuft. Das sind dann die Aufgaben eines Trainers in Absprache mit der Athletikabteilung. Aber ich glaube, dass wir es ganz gut auf den Punkt hinbekommen haben heute und dass die Jungs wirklich eine gute Performance hingelegt haben. Guido Burgstaller ist auch das Thema. Wie dankbar bist du ihm, dass er sich selbst aufgestellt hat? Die Aufstellung mache am Ende immer noch ich. Aber ja, Guido, ich habe es ja gerade schon gesagt, der ist dann auch noch sauer, wenn du ihn in der 75. runternimmst. Das kann er dann auch nicht verstehen. Ich glaube, er hat heute wieder gezeigt, dass er für uns wichtig ist, nicht nur wegen seines Tores. Und natürlich ist man dann mit so einem älteren Spieler noch mal eher in so einer offenen Kommunikation, einfach um auch sein Körpergefühl mal zu hören. Aber ich glaube, Guido, den könntest du morgen auch wieder fragen, dann würde er auch wieder 90 Minuten spielen. Von daher, das ist seine Mentalität. Dann haben wir hier nochmal Michael Ackermann. Wie sehr freut dich das Tor von Finn Ole für ihn? Ich freue mich grundsätzlich für jeden Spieler, wenn er Tore schießt. Bei Finn Ole ist es so, dass ich als Trainer ihn eigentlich gar nicht so an Toren messen möchte, weil er hat jedes Spiel einen extrem hohen läuferischen Aufwand. Er löst viele Situationen spielerisch auf, war jetzt vielleicht auch gerade vor dem Winter in keiner so einfachen Phase, aber der ist immer fleißig, der gibt jeden Tag Gas, der hat eine Qualität im fußballerischen Bereich, die sicherlich herausragend ist. Und wenn er es dann vielleicht irgendwann nochmal hinbekommt, ab und zu ein Tor zu schießen und eins vorzubereiten, dann ist es natürlich noch vor allem für ihn persönlich eine Belohnung für die Arbeit, die er macht. Aber er hat auch, ohne dass er Tore schießt, einen Riesenwert für uns. Dann die vorerst letzte Frage. Ich würde darum bitten, wenn ihr noch Fragen habt, kurz ein Signal zu geben von Nils Weber von der Hamburger Morgenpost. Ein paar Worte zu Kofi, der im Formhoch ist, wieder geradliniger kickt und effizienter spielt und immer gefährlich ist. Was ist da passiert in den letzten Wochen? Ja, er hat auch vor dem Winter die Spiele, die bei uns nicht so gut waren, war es eigentlich immer, wenn es gefährlich wurde, war es Kofi. So, das nimmt man dann vielleicht nach außen nicht so wahr, wenn man 3-0 gegen Düsseldorf verliert, aber wir hatten, glaube ich, 4 gute Aktionen gegen Düsseldorf und an allen 4 war Kofi beteiligt. Und ich glaube, dass es ihm gut tut, mit Guido und Omar 2 dabei zu haben, die ihm auch ein bisschen was abnehmen, dass wir drumherum noch mit Rodrigo und Finn Ole 2 haben, die wirklich gut kicken können. Und dann ist schon egal, ob Rico oder Eric auf dem Platz steht. Ich glaube, das ganze Setting von der Position her, von der Art und Weise, wie wir spielen, kommt Kofi natürlich absolut gelegen und entgegen. Und darüber hinaus hat er natürlich individuelle Fähigkeiten, aber wir haben es in der Hinserie gehabt, dass er gegen Bochum und Heidenheim getroffen hat und danach nicht wieder. Von daher wollen wir ihn jetzt mal nicht in den Himmel loben. Der muss weiter arbeiten, weiter Gas geben und dann wird er sich auch weiterhin belohnen. Und dann ist er für uns natürlich ein sehr wichtiger Spieler.